und herzlich willkommen. In diesem Video geht es wieder einmal um die Hormonersatztherapie. Das Thema der Hormonersatztherapie löst meistens sofort eine Angst vor Krebsrisiko aus. Viele Frauen möchten deswegen keine Hormonersatztherapie haben, obwohl sie unter dem Hormonmangel nach den Wechseljahren leiden. Und viele Ärzte möchten eine Hormonersatztherapie aus den gleichen Gründen auch nicht verschreiben. Heute schauen wir uns an, ob das wirklich so schlimm ist und warum der Ruf der Hormonersatztherapie so schlecht ist. Die Hormonersatztherapie war bis ins Jahr 2002 sehr beliebt. Im Jahr 2002 ist dann die sogenannte WHI-Studie veröffentlicht worden, die dieses ganze Schlamassel ausgelöst hat. Diese Studie wurde unglaublich falsch verstanden. Das hätten auch die Autoren der Studie nicht im Entferntesten vermutet. Um dieses kolossale Missverständnis aufzuklären, müssen wir uns die WHI-Studie ein bisschen genauer anschauen. Die WHI-Studie wollte untersuchen, ob sich das Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen reduzieren lässt, wenn man eine Hormonersatztherapie gibt. Das ist sehr verständlich angesichts der vielen positiven Effekte, die seit Jahrzehnten durch einen Hormonersatz festgestellt wurden. Aber eben die Frage, ob auch der präventive Einsatz, also die vorbeugende Einnahme einer Hormonersatztherapie bezüglich Herz-Kreislauf-Erkrankungen etwas hilft, war eben nicht klar. Diese Frage wollte diese Studie beantworten. Die WHI-Studie hat, wie in den USA weit verbreitet und üblich, sogenannte Pferdeöstrogene, konjugierte equine Östrogene, abgekürzt CEE, verwendet. Das ist ein ganz wesentlicher Unterschied zu dem natürlichen Östradiol, das in Europa mehrheitlich verwendet wird. Ein weiterer wichtiger Punkt ist, dass man für die WHI-Studie Frauen gesucht hat, die keine Wechseljahrbeschwerden hatten. Man wollte nämlich sogenannt doppelblind testen, das heißt, weder die Ärzte noch die Frauen, die an der Studie teilnahmen, sollten wissen, ob sie Placebo oder das Hormon erhalten. Da Hitzewallungen sehr gut durch Hormone zu behandeln sind, hatten die Autoren befürchtet, dass Frauen, die Hitzewallungen haben, sehr schnell merken würden, ob sie Placebo oder Hormone erhalten. Aufgrund dieser Auswahl von Frauen, die keine Beschwerden haben, ist das Durchschnittsalter der Frauen in der WHI-Studie um 63 Jahre. Diese Frauen waren also deutlich älter als die Frauen um die Perimenopause, die Zeit um die letzte Menstruationsblutung, bei denen wir normalerweise Hormonersatz anwenden. Und folgende Ergebnisse hat die WHI-Studie gefunden. Das Risiko für Herzinfarkt ist angestiegen. Auch das Risiko für Schlaganfälle ist angestiegen, sowie für Lungenembolien, also Thrombosen, Blutgerinnsel in der Lunge, die lebensbedrohlich oder tödlich enden können. Weiter zeigte die WHI-Studie, dass das Risiko für Brustkrebs gesteigert wurde. Immerhin wurde das Risiko für Darmkrebs reduziert und die Wahrscheinlichkeit, eine Osteoporose und Knochenbrüche zu erleiden, wurde deutlich reduziert. Die WHI-Studie hat also die Antwort auf die Frage, ob eine vorsorgliche Einnahme für Herz-Kreislauf-Erkrankungen möglich ist, beantwortet, und zwar mit einem klaren Nein. Dieses Nein hat viele überrascht. Und diese Ergebnisse der Studie haben dann eine reflexartige Reaktion ausgelöst, so dass ab diesem Jahr kaum mehr Hormonersatz verschrieben wurde und auch viele Frauen den Hormonersatz abgesetzt haben. Damit war der schlechte Ruf der Hormonersatztherapie geboren. Und dieser schlechte Ruf hält sich hartnäckig bis heute, obwohl wir es eigentlich deutlich besser wissen würden. Aber was ist der Unterschied zu einer guten Hormontherapie? Als erstes, eine Hormonersatztherapie sollte möglichst früh nach der Menopause, der letzten Menstruationsblutung oder allenfalls auch schon davor gestartet werden. Es gibt eine günstige Zeit in den ersten 8 bis 10 Jahren nach der Menopause, wo die Vorteile deutlich überwiegen, wenn man rechtzeitig beginnt. Diese Zeit nennt man auch Window of Opportunity. Und genau dieses Window of Opportunity wurde in der WHI-Studie verpasst, weil man eben ältere Frauen ohne Beschwerden gesucht hat. Zweitens, es sollten möglichst die natürlichen Hormone, das Östradiol und das Progesteron, verwendet werden, denn diese beiden Hormone erhöhen das Risiko gegenüber den synthetischen Gestagenen und den Pferdeöstrogenen nicht.
Dazu gibt es ein weiteres Video von mir, wo ich dieses Thema genauer erklärt habe. Fazit: Der schlechte Ruf der Hormonersatztherapie ist überhaupt nicht gerechtfertigt, wenn man sie richtig macht. Und die gute Nachricht: In der Schweiz sind Pferdeöstrogene nicht erhältlich. Auch in Europa werden sie kaum verwendet. Die WHI-Studie kann also keinesfalls als einzige Grundlage für die Entscheidung für oder gegen eine Hormonersatztherapie verwendet werden. Lasst euch nicht verunsichern, denn nun wisst ihr Bescheid und auch hier gilt wieder mal: Wissen ist Macht. Habt ihr selber Erfahrungen mit Hormonersatztherapie gemacht? Dann meldet euch und schreibt es in die Kommentare. Es würde mich freuen, von euch zu lesen. Teilt dieses Video mit Freundinnen, die sich auch für eine Hormonersatztherapie interessieren. Und natürlich freue ich mich über ein Like und ein Abo. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.